Veganismus und Umwelt in Deutschland. Veganismus ist in den letzten Jahren sehr wichtig geworden und die Nachfrage nach veganen Produkten wächst wieder. Deutschland ist eine der ersten Länder für einen veganen Lebensstil, weil es viele neue Produkte fördert und in der Hauptstadt wichtige vegane Messen und Kongresse stattfinden. Fleischkonsum frittiert Mensch und Erde gleichermaßen. Die Flächendrüsse erhöhen nicht nur das Risiko von Herz-Kreislauf, Erkrankungen und trägt zur Krebsentwicklung bei. Sodium verursacht auch 14,5% der Treibhausgasemissionen. Es ist erwiesen, dass eine massive und weit verbreitete Umstellung von einer fleischverzehrten auf eine pflanzliche Ernährung radikale Folgen für die Erde hat. Der globale Wasserverbrauch würde um 20% sinken. Die Treibhausgasemissionen und andere Emissionen würden halbiert. Aber die größten Auswirkungen wären auf die Landnutzung bis zu 76% der Flächen, die heute für Viehzucht und Landwirtschaft genutzt werden, würden wieder in die Natur zurückkehren. Viele Verwandte daran interessiert, Produkte zu entwickeln, die vegan, aber auch ökologisch sind und somit doppelt zum Umweltschutz beitragen. Eine Gruppe vegane Aktivistinnen in Frankfurt zum Beispiel will eine vegane, ökologische, regionale, saisonale und soziale Landwirtschaft, weil sie keine tierischen Produkte zum Anbau und keine ausgebildeten Arbeiterinnen wollen. Daher sehen wir, dass Gesundheit, ökologische Nachhaltigkeit und Tierethik die Hauptgründe sind, die viele Menschen dazu veranlasst haben, ihre Ernährung zu ändern.